vergrößern, verkleinern. Lewis Hamilton ist der amtierende Weltmeister in der Formel 1. Urheberrecht Getty Images. Ex-Formel 1-Pilot David Coulthard erklärt, warum Lewis Hamilton möglicherweise Ende 2020 zurücktritt und in welchem Bereich er den Mercedes-Piloten danach sieht. Beendet Lewis Hamilton 2020 seine Karriere in der Formel 1? Obwohl der amtierende Weltmeister derzeit mit Mercedes über einen neuen Vertrag verhandelt, glaubt der ehemalige Formel 1-Pilot David Coulthard, dass die Karriere des viermaligen Weltmeisters Ende 2020 beendet sein könnte. Darüber muss er nachdenken, meint der Schotte gegenüber der BBC. Ich glaube, er fährt noch, bis das aktuelle Concorde Agreement ausläuft, denn das definiert den Sport. Das Concorde Agreement, das früher die kommerzielle Seite der Formel 1 regelte, gibt es zwar in seiner ursprünglichen Form nicht mehr. Die Einzelverträge zwischen dem Inhaber der kommerziellen Rechte und den Teams laufen aber tatsächlich Ende 2020. Danach könnte sich die Einnahmenverteilung, aber auch das Erscheinungsbild der Formel 1 radikal ändern. Punkt. Coulthard sieht Hamilton im Musikbusiness. Hamilton werde allerdings auch nach seiner Formel 1-Karriere das Scheinwerferlicht suchen. Davon ist Coulthard überzeugt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er nach 2020 sein erstes Album veröffentlicht, denn daran arbeitet er schon eine Weile.